Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Sapphire 11233-01-20G GAA PCX AMD Radeon R5 230 Passiv-Grafikkarte. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Grafikkarte für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Grafikkarte unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, über Grafikkarten wird wahrlich sehr viel gesprochen in der Gaming-Szene. Doch sind die technischen Details hier wirklich so wichtig beim Kauf? Die Antwort lautet, das kommt darauf an, was für Spiele du spielen möchtest. Hier kann wirklich nicht pauschalisiert werden. Hier muss jeder Gamer einfach darauf achten, was für Spiele er gerne suchtet und darauf den Kauf seiner Grafikkarte anpassen. Bei dieser Grafikkarte hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Die Verarbeitung macht in der Tat einen guten Eindruck. Das Design ist ganz cool, aber machen wir uns nichts vor, das Design einer Grafikkarte ist nun wirklich nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern hier geht es eher um die technischen Aspekte. Und ich finde, die passen bei dieser Grafikkarte hier auf jeden Fall, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbetrifft. Aber wie bereits gesagt, man müsste natürlich wissen, was für Spiele du gerne spielst. Ja. Es gibt immer diesen Witz von Leuten, die sich so für 3000 Euro einen Gaming-PC mit Top Gear und so weiter anschaffen und dann den ganzen Tag Minecraft zocken. Ja, das ist so dieser Running Gag in der PC-Ausrüstungsszene, wo man ja auch sagen kann, ja, dafür braucht man ja zum Beispiel nicht so unglaublich viel Geld für seine PC-Ausstattung. Und ja, deswegen musst du das halt wirklich darauf anpassen, was für Spiele du spielst. Deswegen kann ich hier nur das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Grafikkarte bewerten. Und ich bin der Ansicht, dass das fair ist, dass das ein gutes Angebot für Zockerfreunde ist, weswegen ich diese Grafikkarte in der Tat auch weiterempfehlen kann. Und ja, dann bleibt mir auch nicht viel weiter übrig, als dir viel Spaß beim Zocken zu wünschen. Das Amazon-Angebot zur Grafikkarte werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Zockertag. Alles Gute, ciao.